Schnucki, Schnucki, wo immer noch geht, Ducki. In der Bauer geht dahin, du spüle Indianerwind. Toni, mit Pampas, Pampas, auferloschen Schampas. Um 7:30 geht dazu, ich hab gesprochen. Es ist schon 3:30, Stefan. Das ist praktisch auch schnippisch, für so einen wüden Typisch. Ich geh doch nicht mit so einem Koch, mit einer Glotzen und einem Bochern, statt mir nachzuschleichen. Kauf lieber mir ein Leichen, einen schicken Indianerschall und dann sag noch einmal, bis du traust. Schnucki, ha Schnucki, wo immer noch kein Ducki. Lass du dich nicht verführen, dann werd ich dich skalpieren, sprach drauf zu ihr der rote Mann, weil ich das ausgezeichnet kann. Anstatt mir nachzuschleichen, gab lieber mir ein Leiche, dann schick du in die Anna Schall. Was ist das gut? Macht dann sag, also das ist gut fürs Sinnverständnis. Also wenn man die Strophe öfters wiederholt, beim ersten Mal versteht es eh keiner. Weil das viel zu schnell geht. Also, jetzt testet man nur ihre Aufmerksamkeit. Nein, ihr geht das sehr pädagogisch. Wie heißt jetzt die Indianerfrau? Ribana? Nein. Ich bin jetzt schon echt verwirrt. Was ist das für ein Lied überhaupt? Die Ribana will fertig machen, bitte denn. So dumm. Ich schau mal, wie du zwei Jahre machen. Schnucki, ach Schnucki, vorher mal noch kein Ducki. In der Bauer steht dahin, du spüle Indianer-Pen. Donny, wie Pampas, Pampas, auf der Luschen, Schampas. Komm, hol mal auch den Götter zu, ich hab gesprochen. Das ist jetzt Strophe 4, das ist das mit Martin und den Vatern und Eiderho. Du bist mich wirklich Martin. Sag ich meinen Vater, brach drauf zu ihr der rote Mann. Immer wenn man Schüler mit der Casablanca gegenüber ist, dann der Nieselhans dahergekommen. Der rote Mann. Heute nehmen wir als roten Mann den Herrn Vizebürgermeister von Bundesdorf. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Das ausgezeichnet genau. Als Häuptling der Comanche, jetzt alles, verkehrt ihr eine Bansche. Das kann ich wirklich nicht riskieren, drum lasse ich mich wieder mal vom Stefan verführen. Das war jetzt fehlerfrei, Christi. Jetzt hab ich geoutet. Es gibt nur mehr drei Freunde, es kann nichts mehr schief gehen. Schnucki, hey Schnucki, wo aber noch kein Ducki. In der Mauer steht dahin, du spürst dein Gehirn. Da nehm ich Pampas, Pampas, auf Luschen, Schampas. Und halber auch die Gitterzug, ich hab gesprochen. Hüa, Otter, Feier, Otter, Mann, zu der Himmel, Futter, schuf die Liebe und den Suff, wie la Puff, uff, uff, uff. Das haben wir es geschafft, ne? Zweimal mehr. Christian, an der Stelle, es ist sehr erfreulich, wenn du alle 15 Jahre neue Seiten aufziehst. Aber schneidet dann an und der kippt mit bis da oben. Das ist irrsinnig unfreundlich dem linken Spielkollegen gegenüber. Das ist einen halben Meter lang. Und kitzelt man ständig da am Ohr. Deswegen versinge ich mich auch dauernd. Das muss man dann abzwicken, das überstehende Ego. Zwicken tue ich mich schwer.